Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über alle Leaks, die jetzt am Freitag bzw. morgen um 19 Uhr rauskommen werden zum Bundesliga Team of the Season. Vorab für alle, die nicht auf Instagram folgen, ich werde heute keinen Stream machen. Leider schaffe es zeitlich nicht. Ich habe aber gedacht, ich bringe euch mal ein Video raus. Und ja, fangen wir direkt mal an mit den Leaks. Ihr seht im Hintergrund, Lewandowski kommt als Team of the Season. Alle Stats werden so erwartet. Ich glaube, Fucello schreibt extra Expected Stats, einfach um nicht zu schreiben, geleakte Stats. Aber so könnte Lewandowski rankommen. Ich denke auch, der wird zu 99,9% genauso rauskommen. Aber man weiß ja nie, behandelt es auf jeden Fall im Hinterkopf. EA kann da immer noch was ändern, einfach nur um Leakern 1 auszuwischen. Und ja, Lewandowski ist der mit dem höchsten Rating im Bundesliga-Tots. Der zweite ist Kimmich. Mittlerweile gibt es ja jetzt gefühlt keinen Tots, wo Kimmich nicht dabei ist. Kimmich, ein sehr, sehr krasser Allrounder. Seine Stats sind auf jeden Fall safe. Sieht sehr, sehr geil aus und denke ich, kann man auch sehr, sehr geil mit anderen Bayern-Tots verlinken. Ist auf jeden Fall eine Macht im Mittelfeld. Krullet Gang, mehr gibt es eigentlich nicht zu ihm zu sagen. Hat das zweithöchste Rating sogar. Und das dritthöchste Rating ist der Mann mit den meisten Karten in FIFA dieses Jahr. Und ja, Nkunku kommt genau so mit diesen Stats. Finde ich, ist eine sehr, sehr krasse Karte. Nkunku genauso Hullet Gang Mitglied. Alle Werte über 87 sogar. Ist eine geistesgestörte Karte, Jungs. Was soll ich euch dazu sagen? Dann hätte man auch eine genauso kranke Karte, die aber wahrscheinlich ein bisschen weniger kosten wird. Und zwar Jude Bellingham. So könnten seine Stats aussehen. Das sind auch seine Expected Stats. Also erwartete Stats. Wenn er wirklich so rauskommen sollte, hat er alle Werte über 90. Und das ist echt gestört. Jude Bellingham, echt eine krasse Karte. Und mit diesen vier Karten, die schon geleakt wurden, wird das Bundesliga-Team of the Season gar nicht mal so schlecht aussehen, wie man vielleicht am Anfang vermutet hätte. Der nächste Dortmunder ist Haaland. Finde ich, ist eine sehr, sehr starke Karte. Hat auch fast alle Werte, außer Def, über 87. Ist aber leider kein Metaspieler, da der halt ziemlich groß ist, etwas unbeweglicher sein wird. Und seine letzte Dortmund-Karte, so wie es aussieht, der wechselt ja zu Man City. Aber noch ist nichts unterschrieben. Und der Haaland mit 96 Pace, 98 Schuss, ist sehr, sehr krass. Dann hätten wir mit einer, wenn nicht sogar der beste Leverkusener, und zwar Wirtz. So sieht seine Karte aus, hat auf jeden Fall sehr, sehr krasse Offensivstats. Ja, Physis ist ja durchschnittlich, hat aber 66 Def, das heißt, ein bisschen verteidigen kann er auch. Kann man auch sehr gut als ZM spielen. Florian Wirtz, der erste Leverkusener in diesem Team of the Season. Und dann kommt Mr. Raumdeuter, Thomas Müller. Auch bei ihm ebenfalls alle Offensivstats über 90. Wird aber wahrscheinlich nicht allzu teuer sein, da er nicht Skills oder Weakfoot wie zum Beispiel ein Wirtz oder ein Haaland oder so offensiv hat. Nichtsdestotrotz aber eine gute Karte offensiv, die wahrscheinlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut abgehen wird, weil er halt nicht so teuer sein wird. Dann hätten wir mit einer der overpoweredsten Linksverteidigerkarte, die es in diesem FIFA gibt, und der kriegt sogar 5-Star-Skill-Moves, so wie es aussieht, und zwar Alphonso Davies. Also wenn er wirklich 5-Star-Skills bekommt, ist das eine geistesgestörte Karte. Und ja, Davies kommt natürlich mit 99 Pace und auch Hullet Gang übrigens. Alle Werte über 85. In Dicker wird kommen, ist oder war mit einer der besten Frankfurter in dieser Saison, hat über 90 Pace, Def und Physis, also eine sehr, sehr overpowered EV-Karte. Grüner Link zu Nkunku könnte sehr, sehr teuer werden und ist außerdem eine sehr, sehr krasse OP-Karte, vor allem halt in der Innenverteidigung. Hat sogar krassere Stats wie ein Flashback Varane. Die Frage ist halt nur, wie krass er sich spielen lässt. Aber die Karte sieht auf jeden Fall ultra stark aus. Dann haben wir den nächsten Leverkusener und noch einen Außenverteidiger mit 99 Pace. Frimpong, leider kein Hullet Gang-Mitglied, ist aber trotzdem eine sehr, sehr starke Karte. Ja, die Stats seht ihr selber, ist auf jeden Fall ultra, ultra OP. Und auf jeden Fall eine Alternative für die Bundesliga auf der rechten Seite. Und damit war es das auch schon mit allen Leaks vom Hauptteam. Im Hintergrund seht ihr noch Grifo. Grifo wird als Objective kommen, als linke Mittelfeldkarte. Hat auf jeden Fall auch sehr, sehr starke Stats. Ist kostenlos, solltet ihr auch auf jeden Fall mitnehmen. Und bisher wurde nur eine Saudi-Tots-Karte geleakt. Und zwar ist es Tawamba. Der wird, denke ich, über Squad-Battles erspielbar sein. Ist aber jetzt nichts Wildes. Aber das ist die einzige Karte vom Saudi-Tots, die bisher geleakt wurde. Vom richtigen Team kennt man noch keine Karte. Aber ich denke, das ist auch nicht so interessant wie zum Beispiel das Bundesliga-Tots. Und damit war es mit dem Video, Jungs. Ich hoffe, das kurze, knackige Video hat euch gefallen. Ihr habt jetzt alle Karten gesehen, die bisher geleakt wurden. Und ja, auf welche Karte freut ihr euch am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wer neu auf diesem Kanal ist, kann gerne ein kostenloses Abo da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einem Livestream und haut rein.